So, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Wrath of the Lich King Folge 26. Ich habe gerade die erste Folge veröffentlicht, heute am schönen Ostersonntag. Und wir haben jetzt Noblegardenfest, aber ja, ist heute schönen Abend, Ostersonntag, Erholung. Gestern war ich bei Hansi Hinterseer auf dem Frühlingszauber und es war schön. Es war schön. Es wird zwar wahrscheinlich nie ganz meine Musik werden, die Volksmusik, aber wenn man sie unter einem richtigen Aspekt betrachtet, hat sie absolut natürlich ihre Daseinsberechtigung. Beispielsweise, wenn man jetzt, sagen wir mal, traurig ist. Ja, und man möchte ein bisschen heile Welt haben. Ich bin ganz dafür ist Volksmusik absolut zu haben. Und auch schön. Ja. Wenn man einfach mal so, weil es ist halt heile Welt und Harmonie in der Volksmusik unterwegs, ne? Mit Liebe, die Leute lieben immer viel, sie lieben die Berge und sie lieben sich selber und zwischendrin mal wieder Liebeskummer und dies und jenes. Aber es ist einfach auch schön. Ja? Ich habe gestern viele sehr nette Volksmusiksänger und Sängerinnen kennengelernt und die Fans, gut, die waren jetzt gestern ein bisschen älter, was allerdings auch mit dem Osterwochenende zusammenhängt, weil die ganzen Jüngeren, die sind jetzt über das Osterwochenende wahrscheinlich in Urlaub geflogen. Von daher war natürlich der Altersschnitt deutlich höher. Den Bericht dazu könnt ihr, wenn die Folge rauskommt, auch schon auf meiner Homepage www.rontiger.de lesen. Und da habe ich ein bisschen berichtet und hatte gestern auch ein schönes Interview mit Hansi Hinterseer. Auch das werdet ihr dann betrachten können und dann mal sehen. Ich habe insgesamt etwas über 500 Bilder gemacht. Davon kann ich nicht alle verwenden, da die muss ich selektieren. Dann werde ich vielleicht so 30, 40, 50 Bilder davon, je nachdem, wie gut sie geworden sind, im Artikel mit verwenden. Das muss ich aber, wie gesagt, auch erstmal selektieren. Malanore, wenn schon. 10 brauchen wir nicht, aber die Kugel brauchen wir ja auch nicht. Nehmen wir das Schwert mit, das bringt ein paar mehr Geld. Ein bisschen mehr Geld, ein paar mehr Geld. Was ist denn beim Deutsch passiert? Ja. Doch, war ein schöner Abend, war wirklich. Und keinerlei Krawall, ich meine, was willst du erwarten? Aber es war wirklich friedlich und die Leute sind alle so super nett. Und vor allen Dingen ist das ein Umfeld, da wissen die Künstler ihre Fans noch zu schätzen. Ja. Wobei ich muss sagen, das habe ich im Hardrock-Bereich, so Gothic und so weiter, eigentlich auch immer gespürt. Ja, also bei Subway to Sally beispielsweise. Die kümmern sich richtig um ihre Fans, die haben keine Berührungsängste oder so und die sind absolut nicht abgehoben. In der Volksmusik ist es genau das Gleiche. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Soll ich jetzt hier erstmal rüber? Kopfgeklärte Axt, Stelle mit Rauchfleisch, unterwegs die Vampir und Spinnen. Ja, komm, machen wir das. Sehr, sehr angenehm. Kann ich nur empfehlen, also wenn ihr mal Liebeskummer habt oder extremen Stress und einfach nur eine ruhige, schöne, harmonische Zeit verleben wollt, dann ist Volksmusik absolut okay. Ja. Wie gesagt, es wird nicht meine All-Day-Musik, ja, aber ab und zu mal ein schönes Lied, warum nicht? Ne? Why not? Man soll tolerant sein, auch gegenüber Musikdingen, die einem jetzt nicht unbedingt liegen. Das ist das Wichtigste. Ja, Spaß haben. Spaß haben, fröhlich sein. Und die Leute hatten Spaß und die Leute waren fröhlich. Und ich habe mich teilweise auch mal beim Mitwippen und Mitschunkeln ertappt. Und war schön. Einfach schön. Aber ich meine, ich bin ja sowieso, was Musik angeht, ein relativ breit gefächerter Mensch. Weil ich mich da nicht auf einen Genre quasi festnageln lasse, sondern sage, ich höre an, was mir gefällt. Und wenn mir halt jetzt mal ein Lied aus der Volksmusik gefällt, dann ist es halt so. Und wenn mir mal ein Schlagerlied gefällt, dann ist es halt so. Ja. Was mir wahrscheinlich weniger gefallen wird, ist Techno, House, weil ich die Art nicht mag. Also die Art Musik. Ja, ich möchte gerne, dass bei einer Musik ein Anfang und ein Ende zu erkennen ist. Und bei House und Techno habe ich halt echt Probleme damit, dass du kannst im Prinzip, du gehst in die Disco rein, das Lied fängt an und bis du dann ein paar Stunden in die Disco wieder verlässt, läuft das Lied im Prinzip immer noch. Also es fällt nicht wirklich auf, wann ein Lied zu Ende ist und wann neues anfängt und so. Und das war irgendwie noch nie mein Ding.
Ja, aber wie gesagt, Toleranz ist wichtig. Wem es gefällt, dem wünsche ich viel Vergnügen und jeglichen Spaß und so. Soll sich die Birne weghotten und moschen und was weiß ich was. Ja? Ist alles vollkommen okay. Alles legitim, was einen glücklich macht, was einen ein bisschen vielleicht auch der Realität entfliehen lässt und niemandem schadet. Also absolut okay. So. Ja, doch, das war gestern. Schön, schön. Jetzt habe ich heute den Bericht für Sapiticelli, also von Sapiticelli fertig gemacht, vom 26. Jetzt mache ich morgen den Bericht fertig von Suchtpotenzial am 27. Übermorgen mache ich den Bericht fertig von gestern, vom Hansi Hinterseher und dem Frühlingszauber. Ja, und da muss ich auch schon wieder für 2 bis 4 Events Interviews vorbereiten und die Tage planen. Ihr seht also jede Menge zu machen. Und das ist auch... Ist verschlossen, ja. Das ist eben auch der Grund, warum es mir bei den Let's Plays ein bisschen schwer fällt, wirklich jeden Tag eins rauszuhauen. Weil ihr könnt rechnen, pro Event, zu dem ich gehe, brauche ich 3 Tage. Ja, also einen Tag für die Vorbereitung, einen Tag für das Event selbst und einen Tag für die Nachbearbeitung. Könnt ihr so einrechnen. Jetzt hatte ich im letzten Jahr 8 Events. Könnt ihr euch selber ausrechnen. 8, 16, 24. Das ist allein 24 Tage für Vorbereitung, Dingensgelöte und so weiter. Ja. Und das ist niedrig gerechnet. Ja, also 3 Tage reichen nicht immer aus. Das kommt immer auf den Umfang an. Ich habe beispielsweise bei Suchtpotenzial habe ich 1000 Bilder gemacht. Ja, das ist Wahnsinn, oder? 1000 Bilder. Und ich muss die ganzen Bilder natürlich auch sichten, weil ich natürlich die besten Bilder für euch in die Artikel reinpacken möchte. Deswegen mache ich ja so viele Bilder. Eben um wirklich gute Bilder rauszufiltern. Ja. Und da, das guckst du halt jetzt nicht eben mal so durch. Ne? Das fordert seine Zeit. Und da meine Berichte ja auch im Prinzip Erlebnisberichte sind, die den ganzen Tag schildern und nicht nur jetzt das jeweilige Konzert, sondern auch das Drumherum, ist es natürlich mehr Aufwand. Dazu kommt noch, dass es eben Erlebnisberichte sind und nicht jetzt, sagen wir mal, nur berichterstattend. Ja? Wenn ich jetzt einen normalen Artikel in einer Zeitung schreiben würde von einem Event und ich würde es wie viele andere Journalisten machen, dann würde ich eine halbe Stunde das Event besuchen, würde 10, 20 Bilder schießen und würde dann mich hinsetzen und würde einen Artikel schreiben mit ein paar Zeilen, sagen hier, bla bla bla, trat hier, du, da auf. Publikum, juhu, juhu. Hier seht ihr ein paar Bilder, super, toll, fertig ab, Tiroler Cup. Ne? Aber das ist mir zu wenig. Oh Gott, ja, bring deine Family mit allein. Was geht, ey? Ey, was geht, ey? Mich noch verwandeln oder wie? Scheiße, der Eisel. Ja. Soll ich den mal schlucken? Na, das ist... Ich möchte euch mit meinen Artikeln eben ganz gerne den jeweiligen Abend näher bringen. Ja? Damit ihr den Abend möglichst schön, möglichst gut in Gedanken nachvollziehen könnt. Weil ihr sollt ja da sehen, ob vielleicht für euch das mal was wäre. Wenn ihr da hingeht und sagt, hey, beispielsweise, er war bei Ingo Appelt, wie lief denn der Abend so ab? Wie ist es denn, wenn man bei Ingo Appelt ist? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, da hat man dann ein paar Bilder, da hat man den Bericht, da hat man das Interview. Ja. Und das ist eben, mir ist wichtig, dass meine Artikel eben Seele haben. Ja. Und nicht so hingerotzt sind. So. Und deswegen muss man da eben auch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber ich mache es ja gerne, habe ich ja gesagt. Ich mache das gerne. Ich finde es super toll. Mir macht das einen Heidenspaß. Und wie hat mal ein kluger Mann gesagt, wenn du was findest, was dir Spaß macht, wirst du niemals in deinem Leben arbeiten müssen. Natürlich ist es noch nicht sicher, ob sich das Ganze auch irgendwann amortisiert. Selbstverständlich. Ja, das muss ich entwickeln. Das wächst langsam, das geht ja auch über die Bekanntheit mit. Und Bekanntheit muss eben wachsen. Die ist jetzt nicht von heute auf morgen einfach so juhu, juhu da. Ja, das passiert nicht. Aber kein Problem. Ich
Ich habe da überhaupt nichts zu verlieren. Ich lasse mir da, Zeit, ich lasse sich das entwickeln, ich knüpfe Kontakte ohne Ende und alles weitere wird sich geben. Huch, oh Gott, Mann, wie viele seid ihr schon wieder hier? Es ist doch nicht wahr. Wie groß? Hallo? Hand auflegen. Hahaha, first bin ich Paladin, du Dödelsepp. Komm, stirb. Stirb! Stirb doch! Also. Ich leg immer noch auf. Ah, da hinten ist ein Ständer. Sehr schön. Gut. Bleiben wir trotzdem vorher noch fertig hier. Ach, sein Viech ist jetzt verschwunden. Ich guck mal da hoch, vielleicht ist da oben der Häuptling. Nö. Warum? Wo ist denn nicht? Wo ist denn der Häuptling? Ach, da hinten. Okay. Na denne. Na denne donne denne. Da unten ist ein Ständerchen, das habe ich gesehen, ne? Von da hinten, jawohl. Oh, oh, oh. Wow. Solange nicht wieder seine Brüder holt, ist alles okay, ne? Ja. Hust, hust. Ja, bei den 24 Tagen ist ja jetzt auch noch nicht mitgerechnet. Also bei 8 Events, 24 Tage. Ich gucke, dass ich im Monat so zwischen 6 und 8 Events mache. Das ist realistisch. Für mehr ist da einfach keine Zeit dann auch. Ja. Dann müsst ihr bedenken, ich habe ja auch noch eine Radiosendung. Die muss ich ja auch planen. Und das kostet auch wieder 2-3 Tage locker. Wenn man es mal niedrig rechnet. Ab Mai habe ich 2 Sendungen pro Monat. Heißt doppelter Aufwand. Und irgendwann möchte man auch mal 1-2 Tage nichts zu tun haben, ja. Mal ein bisschen hier Wochenende, Holadio. Ja. So sieht's aus. Boah, was ist das denn immer mit ihrem Rudelbums hier? Das ist doch nicht wahr. Ja, mach mich zum Huhn. Sepp. Weh, du verwandelst mich jetzt wieder. Dann gibt's eins auf den Nuss. Glück gehabt. Glück gehabt! Oh, yeah, yeah. Nein, ich nicht Pantherlord. Ich will den Verhexer zuerst hier. Bleib hier, es gibt eins auf die Nuss. Ich möchte nämlich nicht schon wieder verhexert werden. Ja. Tja. Aber ich habe den Kopf auch schon wieder voller Ideen. Voller Ideen. Das ist eine der schönen Sachen beim ADHS. Man hat ständig Ideen und ständig tobt die Kreativität im Hirn rum. Und das ist einfach eine feine Sache. Ja, wenn man sich sagt, okay, man macht jetzt das, was einem Spaß macht und probiert, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann probiert man was anderes. Ja. Ganz easy peasy. Ja, denn das ist ja auch so ein Problem, dass viele Menschen hängen an Dingen, die nicht funktionieren. Weil sie meinen irgendwie so, wir haben das jetzt angefangen und wir müssen das jetzt ums Verrecken zu Ende bringen, auch wenn man merkt, es funktioniert nicht. Und das ist falsch. Man muss in der Lage sein, auch Dinge abzuschütteln, die einfach nicht funktionieren, die nicht sein sollen. Da muss man flexibel sein. Aber manche Menschen empfinden dann diese Flexibilität eben als Schwäche und sind dann unfähig, diese Dinge aufzugeben. Und so bin ich eben nicht. Wenn ich merke, etwas funktioniert partout nicht, dann sage ich, okay. Wobei ich jetzt natürlich auch nicht beim ersten hier Widerstand die Flinte ins Korn werfe. Ja, das auf gar keinen Fall. Also es muss für mich schon deutlich ersichtlich sein, dass etwas überhaupt nicht funktioniert und überhaupt nichts bringt auch. Was hier jetzt natürlich nicht der Fall ist. Ja, das läuft allererste Sahne. Ich bin saumäßig glücklich damit. Und solange ich damit saumäßig glücklich bin, läuft es auch gut. Ja,
Ah, verdammt, der hätte doch jetzt alleine kommen können. Let's Plays hier, die mache ich zwischendrin ein bisschen zur Entspannung und für euch. Ja, für die Fans der ersten Stunden. Ja, für euch mache ich das Let's Play, weil ihr seid wegen WoW gekommen zu mir und ich möchte euch da eine kleine Freude eben machen und versuche das immer mal wieder dazwischen zu quetschen. Und ich weiß, die meisten von euch, die verstehen das auch, wenn es mal eben nicht geht von der Zeit her. Und die haben da auch durchaus Verständnis dafür. Und das freut mich, weil ich habe es schon mehrfach gesagt, ich kann es immer wieder sagen, ich bin sehr stolz auf meine Fans. Und es freut mich sehr, dass ihr da seid. Weil ihr eben was Besonderes seid. Was ganz Besonderes. Zumindest die 98%, wegen denen ich das mache. Ja, weil die das Herz am rechten Fleck haben, das Hirn am rechten Fleck haben. Und einfach normale Menschen geblieben sind. Ja. Und das ist schön. Das trifft mein Harmoniezentrum richtig gut. Und wie gesagt, mir tun diese Aktivitäten draußen, mir tun die auch echt verdammt gut. Ja, das macht einen unwahrscheinlichen Spaß. Huch. Oh fuck, das ist eine Elite. Oh fuck, das ist ja ein Elite. Dann lass mich mal kurz gucken. 13 Minuten. Oh. Wo habe ich mein... Ich hab doch schon Gottesschild. Wo mein Gottesschild? Ich habe noch kein Gottesschild. Ich habe nur einen göttlichen Schutz. Shit. Oh Gott. Oh Gott. Na dann. Probieren wir es mal. Hallo, mein Freund. Habe ich irgendwas für dich mitbekommen, was dir schaden könnte? Komm, schneller, 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 schneller. Jawohl. Einen kleinen Trank habe ich noch. Ich mache mir mal hier ein bisschen mehr Rüstung. Ich muss mich immer voll heilen, weil ich nie weiß genau, wann er... Und jetzt habe ich ein Problem mit Mana. Jetzt kriege ich ein Problem mit Mana. Mana, Mana. Ja, und ausweichen kann ich mal auch nicht. So, jetzt heile ich mich nochmal voll. Und jetzt habe ich ein richtiges Mana-Problem. Meine Gesundheit nochmal erhöht. Komm, 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 komm. Scheiße, was mache ich? Heile ich mich jetzt nochmal? Ich heile mich jetzt nochmal, wenn ich glaube. Ne, ich hau ihn, ich hau ihn jetzt. Komm, 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 ja! Boah, wie knapp. Hui! Leck mich am Arsch, wenn er den Cast durchbekommen hätte, wäre ich aber sowas von am allerwertesten gewesen. Ein Hoch auf den Paladin. Jubel, jubel, freu, freu. Jesus. So, ich gehe mal ein bisschen außen rum. Mit denen möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Jetzt brauche ich noch die restlichen Ständer. Gehen wir mal die große Runde. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen Milch mal nebenher noch trinken. Lecker, lecker Milch. Njam, njam, njam. So. Sehr schön. Der gibt gut Ding, oder? Na gut, 1900. Das ist eher wenig, aber okay.
Tod des Verräters. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja nicht so besonders gute Ausrüstung dabei. Von daher. Nicht verkehrt. Wir sind schon wieder knapp vom Level up. Ah, ich glaube, ich werde sie pullen. Oder auch nicht. Ich weiß, dass irgendeiner von den Ständern war in einer Hütte drin. Wenn ich es noch richtig weiß. Ja, wo kommen Sie denn her? Ach, ein Verhexer natürlich. Natürlich. Blöder Verhexibert. Du verhext mich nicht, du Arsch. Aha. So weit kommt's gerade noch. Ah, da hinten ist er. Da hinten ist einer davon zumindest. Den werde ich nehmen müssen, den Verhexer. Oh, oh shit. In den Rücken gefallen. In den Rücken gefallen. Der wird mich verhexen. Ja. Kann ich jetzt leider nichts tun dagegen. Nein, nicht weg rein. Ah, oh, du blöder Penner. Ah, wenigstens ist jetzt kein Verhexer mehr dabei. Ja gut. Keine Ahnung, ob er mir jetzt geholfen hat aus Eigennütz oder was auch immer. Zimmer höflich. Das werde ich euch nicht vergessen. Na, ich werde es ihm schon vergessen, aber man sagt es halt so. Das werde ich euch nicht vergessen. So. Schwupps. Ah, ich kann ihn eigentlich mal buffen hier. Ah, Level up. So. Oh, habe ich den weggenommen? Ich habe den doch nur angedätschelt. Naja, ich habe ihn mal gebufft, von daher. Jetzt muss ich mal schauen. Ach, der ist da. Oh, okay, da ist da oben auf der anderen Seite. Na dann. Da hätte ich ja ewig weit laufen können. Mein lieber Scholli, ist aber das Letzte, was wir machen. Wir sind schon bei 22 Minuten. Meine Herren. Ja. Ach so, ich könnte euch mal noch erzählen, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet. Dann könnt ihr das inzwischen auch tun, ohne dass es euch extra was kostet. Ganz, ganz toll. Ihr müsst einfach nur auf meine Website gehen. Und ich habe bei den meisten Veranstaltungen, sind ganz unten immer Links zu den CDs, DVDs, Büchern der jeweiligen Künstler. Und wenn ihr diese Links anklickt und ihr kauft dann was bei Amazon ein, dann bekomme ich eine kleine Provision darauf. Und die müsst ihr nicht zusätzlich zahlen, sondern die geht dann im Endeffekt von dem Gewinn von Amazon ab. Ja, das heißt, wenn ihr dann einfach einen dieser Links anklickt, bevor ihr bei Amazon was kauft, könnt ihr mich unterstützen und müsst keinen Cent extra bezahlen. Ist doch eine feine Sache. Da sind wir alle glücklich. So, gut, dann sollen wir noch abgeben gehen, kurz, ja. Oder was haben wir denn hier noch in der... Ach nee, wir gehen es noch nicht abgeben. Wir machen jetzt Folgenende und dann machen wir oben noch die Sachen und dann gehen wir hier abgeben. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr mir hier zuschaut. Macht's gut und ciao, ciao.